Ich bin's wieder. Das letzte Mal da habe ich mich ja gefragt, ob es jemanden gibt, der mich lieben kann. Jetzt habe ich die Antwort. Nö. Zumindest nicht Daniel. Naja, und jetzt übe ich mich halt in der erprobten Technik des in die Wolken starrens und mein Leben verfluchens. Aber wenn man sich so Gedanken macht, dann kriegt man manchmal richtig philosophische Einsichten. Zum Beispiel diese Flasche. Die ist eigentlich ein Symbol für meine Liebe zu Daniel. Und das Getränk da drin, das ist die Hoffnung, dass wir irgendwann zusammenkommen. Wisst ihr, was damit passiert? Kein Tropfen mehr drin. Tja, das war's dann mit der Hoffnung. Das Blöde ist halt nur, dass die Hoffnung, die ist ganz schnell weg, aber die Liebe, die bleibt. Das ist Plastik, das verrottet nicht. Das heißt, ich werde jetzt diese doofe Liebe den Rest meines Lebens mit mir rumtragen. Und wenn dann in 500 Jahren irgendwelche Archäologiker wie Helena mein Grab ausgraben, dann werden sie sagen, da war ja mal jemand verliebt. Nein. Ich werde doch nicht den Daniel ewig nachweinen. Das mache ich nicht. Weißt du, was ich mit dir mache? Du kommst in einen Recycling-Sack und da bist du zerschreddert und zermalmt oder was man da macht. Ja. Ich meine, ist irgendwo da draußen, da gibt's bestimmt eine andere Flasche für mich. Also ich meine, es gibt auch ein Leben nach Daniel, oder? Und das beginnt genau jetzt. Bis zum nächsten Mal hier in Jessicas Welt.